Scheiße, nee, zu kacke. Ich weiß nicht, ob ich das Experiment abbrechen soll. Im heutigen Video teste ich die Antidepressiva, die mir vor 5 Jahren verschrieben worden sind. Vor 5 Jahren wurde ich zum ersten Mal mit ADHS diagnostiziert und man verwendet dieses Antidepressiva teilweise auch gegen ADHS. Ich bin nicht so der Fan davon, irgendwie täglich Medikamente zu nehmen, deswegen habe ich es nie gegen mein ADHS genommen. Ich habe auch mal Weed gegen mein ADHS verschrieben bekommen und das habe ich auch nie wirklich gegen mein ADHS eingesetzt. Weil ich irgendwie befürchte, wenn ich irgendwas täglich nehme, könnte das irgendwie schwerwiegende Konsequenzen haben. Aber 5 Jahre später hole ich das einfach mal nach. Ich werde das jetzt doch einfach mal testen, um zu schauen, was ich damals verpasst habe. Ich werde es natürlich mehrere Tage hintereinander testen, weil es scheinbar etwas braucht, bis es so richtig die benötigte Wirkung entfaltet. So, es ist jetzt in meinem Körper. Die Wahrheit ist, ich bin überhaupt nicht happy gerade. Ist irgendwie ein krasser Zufall, weil vor ein paar Wochen hatte ich die Idee zu dem Video und da wusste ich damals überhaupt nicht, dass wenn ich das anfange zu drehen, das Video, dass ich dann ausgerechnet dann nicht happy sein werde. Ich mache nämlich gerade eine Trennung durch. Trennungen treffen mich immer hart. Und das heißt, ich werde jetzt dann auch ein bisschen beurteilen können, ob der Trennungsschmerz durch dieses Antidepressiva besser wird. Nach einer Trennung ist es ein bisschen so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Man ist nicht mehr so motiviert. Also bei meiner letzten Trennung war ich so viel im Bett einfach nur und war traurig und habe dann irgendwie nicht so gut geschafft, Videos zu produzieren und so. Obwohl man ja eigentlich das Gegenteil machen sollte. Ich versuche jetzt möglichst viele Sachen zu machen. Ich versuche jetzt in der Zeit sehr produktiv zu sein, mich im Fitnessstudio anzumelden und Sachen zu machen, die ich in letzter Zeit nicht machen konnte. Halt, stopp! Ich habe ja noch gar nicht gesagt, welches Antidepressiva ich überhaupt genommen habe. Ich nahm Bupropion, auch bekannt unter dem Markennamen Elontril. Es handelt sich bei Bupropion um einen selektiven Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SNDRI. Doch Bupropion ist nicht nur ein selektiver Wiederaufnahmehemmer, also das heißt, es hat nicht nur die Funktion, dass Dopamin und Noradrenalin länger im synaptischen Spalt bleiben. Bupropion sorgt auch dafür, dass mehr Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Gewissermaßen kann man sagen, dass die Wirkweise ähnlich zu der von Amphetamin ist. Nebenwirkungen können sein Kopfschmerzen, Benommenheit, Appetitlosigkeit, Gelenk- und Muskelschmerzen, Zittern, Angst, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit. So, es ist jetzt 10 Stunden her, seitdem ich das genommen habe. Und ja, ich spüre es immer noch so mitschwingen, aber es hat jetzt keine konkrete Wirkung. Also ich fühle mich so ein bisschen anders, vielleicht ein paar wenige Gedanken, aber die antidepressive Wirkung hat zumindest nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt heute voll happy war. Also genau genommen war heute eigentlich so seit der Trennung irgendwie der schwierigste Tag. Aber ansonsten habe ich auch keine Nebenwirkungen, Appetit ist normal. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, muss ich sagen. Meine Stimmung ist gerade so lala. Jetzt erstmal die nächste Pille schlucken. So, es ist jetzt circa 2 Stunden nach der Einnahme und ja, irgendwie habe ich jetzt schon nicht mehr so viel Bock auf das Zeug, weil mir geht es irgendwie die ganze Zeit stimmungstechnisch schlecht und natürlich, ich mache gerade eine Trennung durch, aber irgendwie macht es mich ultra fertig, dass ich nicht weiß, ob das schlimmer oder besser macht und wenn ich jetzt nichts genommen hätte, dann wüsste ich zumindest, ja, das sind meine echten Gefühle, die habe ich wegen der Trennung und es ist halt schon ein arger Zufall, dass jetzt ich das Gefühl habe, dass heute und gestern meine Stimmung so am schlechtesten war seit der Trennung. Könnte Zufall sein, könnte an dem Zeug liegen. Ich weiß nicht, ob ich das Experiment abbrechen soll. So, ich habe nachher auf jeden Fall einen Stand-up-Auftritt und ich muss noch meine Jokes ein bisschen vorbereiten. Hier auch mal fliegen wollen. Ja, das war's von mir. So, ich schreibe es gerade mit meiner Ex wegen den Sachen und das muss ich sagen, das nimmt mich schon emotional sehr mit. So ein Scheiß, ey. Another day, another pill. Eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock. Das ist wirklich das Selbstexperiment, wo ich am wenigsten Bock drauf habe. Eigentlich habe ich ja immer so die Regel, dass wenn es mir mental nicht so gut geht, dass ich dann eigentlich gar keine Drogen nehme. Aber
ich muss dieses Video hier unbedingt so machen, weil dieses Video ist gesponsert von Insta360. Diese Opportunity wollte ich auf keinen Fall sausen lassen, weil Insta360 einer meiner absoluten Lieblingsmarken ist. Also dieses ganze Video ist mit Insta360 gefilmt. Ich werde später noch ein paar mehr Worte zu Insta360 verlieren. Achtet aber schon mal auf den Fakt, dass keines dieser Aufnahmen hier mit einem Kameramann geschossen wurde. Jo, also 2 Stunden 40 seit der Einnahme und ich muss sagen, mir geht's echt so scheiße mal wieder. Und es fühlt sich echt so an, als wird die Droge so die negativen Gefühle verstärken. Ich glaube, die Droge tut mir echt nicht gut. Scheiße, mir geht's so kacke. So, also ich habe mich jetzt bei Fitnessstudio angemeldet online und ich gehe jetzt dahin. So, mir geht es jetzt ein gutes Stück besser. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Sport liegt oder daran, dass die Wirkung vom Elontril nachlässt. Jo, ich war jetzt die ganze Nacht feiern. Wir haben 2CB und Keta genommen. Und das hat meine Stimmung auf jeden Fall ordentlich aufgebessert. Das hat viel mehr gebracht als irgendwelche Antidepressiva. Was soll denn das überhaupt sein mit dem Antidepressiva? Oh, du musst das mehrere Tage nehmen, bis es wirkt. Können die mal was Gescheites entwickeln? Ja, ich glaube immer noch, dass das Antidepressiva alles schlimmer macht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt einen Tag nicht nehmen soll, nur um zu schauen, ob ich recht habe. So, ich habe jetzt das Antidepressiva heute ausgesetzt. Und ich muss sagen, es ging mir heute deutlich besser als mit dem Antidepressiva. Natürlich auch viele traurige Momente, aber heute habe ich gar nicht geweint. Und bei dem Antidepressiva, als ich das genommen habe, da musste ich die ganze Zeit weinen. Aber ich packe jetzt heute erstmal meine Sachen, weil ich jetzt nach Spanien fliege. Ja, natürlich. Natürlich bist du hinter mir. Ja! Hallo, ich muss auch in die Richtung Hurensohn. Das kann doch einfach nicht sein. Oh, hallo, ich muss auch genau dahin und kann nicht einfach vorbeifahren. Grüße aus Spanien. Es ist schon der zweite oder dritte Tag, wo ich das Elontril nicht mehr nehme und es geht mir da wirklich seitdem so viel besser. Ich traue dem Elontril einfach null mehr. Ja, aber ich probiere jetzt direkt ein anderes Antidepressivum aus, und zwar Opipramol. Das ist eher ein schwaches Antidepressivum und ist eigentlich auch primär gegen Angststörungen. Ah, scheiß drauf. Ich nehme das jetzt. Die Jenny kann es empfehlen. Prost. Hast du gerade ja. Schock einfach alle auf einmal. Ja. Ich bin gespannt, wie ich jetzt auf diesem Zeug schlafen kann, aber bis jetzt muss ich auf jeden Fall sagen, ja, ich hatte den ganzen Tag so eine Leichtigkeit. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir Opipramol um Welten besser als Elontril. So, nächster Tag, nächste Dosis, let's go. So, jetzt gibt's hier gleich eine geile Jetski-Fahrt. Ich bin jetzt zu allem Überfluss auch noch krank, aber scheiß drauf, das Video muss durchgezogen werden. Ich nehme jetzt hier die doppelte Dosis von dem Opipramol. Mal schauen, ob man da dann irgendwie was merkt, was jetzt nicht so subtil ist. Wenn man die Insta360 hier so aufs Handgelenk schnallt, kann man auch sehr geile Shots machen. Die folgenden Shots wurden alle auf diese Weise erstellt.
Screenshots wurden mit diesem Stick hier gefilmt, den man auf magische Weise verschwinden lassen kann. Ich wollte mir ein bisschen 2CB und Keter gönnen, aber ich habe mir irgendwie das Keter, das, also 2CB, Keter hatte ich nicht viel da, aber Keter, 2CB, C, nee, warte, scheiße, ich darf, du streamst du noch? Ja. Wie lange war es her, dass ich das genommen habe? Scheiße, ich hätte, Leute, es gibt eine Open Mind App, holt euch die Open Mind App, da kann man schauen, wie lange es her war, dass man was genommen hat und ich habe die nicht benutzt gerade, die App. Ich muss zur anderen Kamera wechseln, weil das ein Placement für Insta360 ist, dieses... So, hier, ich filme jetzt mit dieser Kamera, weil dies ist ein Insta360-Placement. Ich glaube, das ist die beste Integration von einem Produkt ever. Das ist die Kamera, die ihr euch kaufen müsst. Sponsored by Insta360, man. Best company in the world. Yes. Ich stehe gerade nackt hier. Wird so witzig. Also bei der X3, die hat einen größeren Bildschirm. Dieser fette Bildschirm hier. Oh, das ist so geil, Mann. Oh, shit, da sieht man meinen Schwanz. Scheiße. Ich kann mein nüchternes Ich nicht verstehen, Leute. Ich habe gerade voll den Realisationsmoment. Ich habe die Erleuchtung. So, die psychedelischen Effekte, die würden sie niemals in Antidepressiva reinbauen, weil da hast du Erleuchtungsmomente und Antidepressiva sind Fake-Shit-Scheiße. Die wohl teilweise die Situation noch schlimmer machen. Okay, natürlich, durch Drogen kannst du auch teilweise, noch schlimmer werden, alles. Dieses Elantril, das ist der größte Müll. Sowas kann man, glaube ich, nur feiern, wenn man, oder sowas kann man, sowas kann man nur nehmen, wenn man nicht weiß, was gut ist, so. Es ist der größte Müll, ey. Du musst es länger nehmen, dann bringt es was. Schnauze! Es ist Müll! Danke, 2CB. So, wenn man nüchtern ist, immer so übelst das Mangelbewusstsein. So, wird man überhaupt jemals wieder eine Person finden können, keinen Sex zu haben? Das ist schon, Leute... Ich bin schon so jemand, ich brauche meinen Sex, aber dass ich jetzt erstmal keinen Sex habe, oh. Ich stelle mir jetzt vor, wie ich mit meiner zukünftigen Frau mal noch so einen Urlaub mache und dann sind wir zu zweit hier. Es ist fucking Dezember! So, die Leute wollen immer, dass ich irgendwelche neuen Drogen probiere oder sowas, aber zu 90% der Zeit nehme ich halt einfach 2CB, weil es einfach die Droge ist, die mir am meisten Spaß macht, so. Wobei das mit dem in den Arsch ficken, das ist ja nur ein Meme von mir. Das Allergeilste ist, wenn man einer ins Gesicht spritzt und danach noch horny ist und dann rummacht, während man, während die so die Wichse im Gesicht hat. Oh shit, das hätte ich nicht sagen dürfen. Scheiße, ich hab gleich einen Haken. Schreibt mal in die Kommentare, ob das geilste Placement ist, was ihr je gesehen habt. Ich finde es sehr geil, dass ich gerade die Insta360 habe und ich mir keine Gedanken machen muss. Und ich weiß, dass es gerade irgendwas filmt und ich mir im Nachhinein erst Gedanken drüber machen kann, was da aufgenommen wird. Einer der besten Sachen an der Insta360 ist halt einfach, dass diese Stange unsichtbar wird. So, es schaut aus, als hätte ich einen Kameramann. Hallo, da hinten ist mein Kameramann, aber es ist kein Kameramann. Und das ist das Krasse. Und hier auch, ich blende hier auch lauter Shots ein. Die sind doch so geil, mal. Diese Shots sind doch sowas von geil. Da schaut es doch so aus, so, wie haben die das gefilmt? Einfach so mit hier so einer Stange, Leute. In der Beschreibung habt ihr einen Link, wo ihr die Insta360 bestellen könnt. Wenn ihr irgendwas Vlog-Technisches macht, wenn ihr jemals irgendwie euren Urlaub vloggt, es gibt einfach nichts Besseres. Und ich meine, die Leute denken so, du bist gesponsert, du musst das sagen. Ich habe die angeschrieben und gefragt, ob sie einen Sponsor werden wollen, weil ich sie so geil finde. So.
gehen wir ins Fitnessstudio. Ja, soll ich machen. Ich hätte jetzt auch echt wirklich Bock. Sie auch auf zwei zu nehmen. Hallo. Hallo. Where are you going with your stick? To the gym. To the gym. We're going to the gym. Yes. You're filming yourselves. Yes, yes, yes. Oh. Do you have a YouTube channel? Yes, yes. Check it out. Open Mind. Best channel in the world. Open Mind. Open Mind. It's about drugs. Oh. Open Mind to drugs. Yeah, yeah, yeah. 2CB is the best drug. Have you tried 2CB? Have you got some? At my room. What's your room? Cringe, wie es nur sein kann, Alter. Die beste Integration von einem Placement. Das ist die beste Integration von einem Placement ever. Yes. So Leute, ich muss jetzt noch ein ernstes Wort zu Bupropion aka Elantril loswerden, also das Antidepressiva, wo ich jetzt aufgehört habe zum Nehmen am Anfang des Videos. Ich habe da vorher einige Geschichten gehört über die Substanz aus dem Umkreis. Ein Homie hat es genommen und der hat in der Zeit, wo er es genommen hat, einen Suizidversuch begangen. Ein anderer Homie hat es auch genommen und der hat gesagt im Nachhinein, dass es einer der schlimmsten Zeiten seines Lebens war. Und erst als es abgesetzt hat, hat er auch gemerkt, dass es an dem Zeug liegt. Natürlich hilft es scheinbar auch manchen Leuten, will ich gar nicht abschreiten. Aber also mit mir sind es jetzt drei Leute aus meinem Umkreis, die ich kenne, die mit dem Zeug so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es ist halt einfach ein Armutszeugnis für die Droge. So, selbst wenn es ein paar Leuten hilft. So. Und es ist schon absurd, dass bei diesem Medikament als Nebenwirkung schon draufsteht bei der Packungsbeilage, dass die Depression da schlimmer werden kann. So, das ist so, als würde bei Ibuprofen draufstehen, ja, da können die Schmerzen deutlich schlimmer werden. Ich hoffe, das steht nicht drauf, das wäre jetzt ironisch, aber für mich ist dieses Zeug Müll. Selbst wenn es Leuten hilft, so ein Medikament sollte eine viel höhere Erfolgsrate haben. Opipramol gefällt mir deutlich besser als Elantril. Da muss man aber dazu sagen, dass es schon sehr subtil war, die Wirkung. Auch an den Tagen, wo ich 2 Opipramol genommen habe, war es eher subtil. Also wenn jemand ganz starke Depressionen hat, wird das da, denke ich, nichts bringen. Ich will niemandem empfehlen, bei depressiven Phasen Psychedelika zu nehmen, weil auch da kann es nach hinten losgehen, sodass es nach der Einnahme schlimmer ist als davor. Nichtsdestotrotz haben Psychedelika meiner Meinung nach das größte Potenzial, depressive Zustände zu bekämpfen. Danke nochmal an Insta360 für die Unterstützung dieses Videos. Bis zum nächsten Video. Peace.